Worum es mir inhaltlich geht bei dem Vortrag, ist ein bisschen ein Verständnis dafür zu schaffen, wozu wir Datenschutz und Privatsphäre überhaupt brauchen und wie sich das in der weiteren technischen Entwicklung niederschlagen sollte aus meiner Sicht. Weitere technische Entwicklung heißt, und das war das Thema in Amsterdam von dieser ganzen Konferenz, das Internet der Dinge, das heißt die Vernetzung von allen möglichen Gegenständen, die es in unserem täglichen Leben gibt und die Nutzung der Daten, die wir da gewinnen können, ob das jetzt mit intelligenten Transportsystemen ist, ob das Smart Metering, Smart Grids, also unsere Energieversorgung ist, oder einfach darum geht, dass wir unseren Laptop und unseren Koffer und unsere Autoschlüssel irgendwie noch ins Netz bringen, damit wir auch feststellen können, wo wir es vergessen haben als letztes. Diese Dinge, das heißt, es geht dabei nicht so sehr um Technik, sondern eher viel mehr darum, wie sie unsere Gesellschaft verändert und welche Auswirkungen es auf Demokratien und unsere demokratischen Systeme hat, wenn wir einfach so weitermachen, wie wir das bisher tun in der IT-Entwicklung. Das heißt, es geht darum, was hat es für Auswirkungen, wenn wir einfach alle möglichen Dinge mit dem Internet verbinden oder miteinander vernetzen und was heißt das, was kommt dabei raus, wenn wir alles messen, aufzeichnen, was wir insgesamt so tun. Die Grafik habe ich mir ausgeborgt, ich hoffe, man sieht es ausreichend gut, auch von weiter hinten, von ECE, dem Europäischen Standardisierungsgremium. Da geht es darum, intelligente Transportsysteme zu modellieren. Das heißt, sich anzuschauen, welche Verkehrsteilnehmer gibt es, wie interagieren die miteinander, wie kann man daraus ein Gesamtinformationssystem basteln, das möglichst gut aufeinander abgestimmt ist. Dass die öffentlichen Verkehrsmittel dann kommen, wann es tatsächlich gebraucht werden, dass Verkehrsströme so geleitet werden, wie es eben notwendig ist, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden, möglichst optimal zu gestalten, wie jetzt Verkehrssteuerung erfolgen kann und so weiter. Wenn man sich das als Gesamtinformationssystem, in dem wir dann alle mit interagieren werden als Verkehrsteilnehmer anschaut, dann haben wir ein paar Punkte, wo natürlich Daten erfasst werden. Der Passagier, der da auf seinen Autobus wartet zum Beispiel, der wäre in dem Fall eben mit E-Ticketing, mit einem Ticket ausgestattet, das zum Beispiel über RFID festhält oder ihn als Fahrgast identifiziert und feststellt, ob er seine Gebühr auch bezahlt hat oder seine Fahrkarte bezahlt hat. Das wird dann automatisch abgebucht werden und gleichzeitig wäre es klassischerweise so, dass man natürlich auch eine gewisse Historie davon hat, wo er sie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten bewegt hat. Diese Daten braucht man in dem Fall natürlich auch, weil es ja durchaus interessant ist, festzustellen, wie viele Menschen fahren zu welcher Zeit von wo nach wo und wie kann ich jetzt das Angebot an Verkehrsmitteln optimal darauf ausrichten, dass die ja alle wirklich transportiert werden, dass genug Platz ist, dass jeder irgendwie da auch halbwegs komfortabel von A nach B kommt. Das heißt, ein gewisser Hintergrund dafür, warum man die Daten braucht, den gibt es schon. In dem Fall wäre es eben so, man könnte wirklich sagen, die Person A ist am so und so vielten von da nach da gefahren, da eingestiegen, dort wieder ausgestiegen und außerdem waren noch diese fünf anderen Personen mit im Fahrzeug. In dem System hätte man dann da drüben ein paar einzelne Fahrzeuge, da hätte jedes Fahrzeug wiederum für sich eine eindeutige ID, das heißt man könnte feststellen, wo dieses Fahrzeug weggefahren ist, welche Route es genommen hat, und wo es dann schlussendlich wieder stehen geblieben ist. Man sieht auch da an diesen schönen Wellen, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren können sollen. Das bräuchte man dafür, dass wenn jetzt vorne eine Notsituation eintritt, man eine Notbremsung hat, dann wird das vordere Fahrzeug gleich dem nachfolgenden Fahrzeug sagen, sei vorsichtig, bremse ab, da ist eine Gefahrensituation. Das heißt, die würden miteinander kommunizieren.
Und das heißt aber, wenn das vordere, wenn die Fahrzeuge alle eine eindeutige ID haben und die nie wechselt, dann habe ich damit auch im nachfolgenden Fahrzeug Dokumentation darüber, wer jetzt gerade vor mir gefahren ist oder wer an mir vorbeigefahren ist, generell welche anderen Fahrzeuge in der letzten Zeit an meinem Fahrzeug vorbeigekommen sind. Das heißt, ich kriege zumindest als einzelnes Fahrzeug die Information, wer sonst noch aller da war, und auch das wäre theoretisch auswertbar und auf Personen beziehbar. Man kann natürlich damit, und das ist ja eine der Funktionalitäten, die Verkehrsflüsse nachverfolgen, das heißt, sie anschauen, welche Routen einzelne Fahrzeuge nehmen und ob es da Häufungen gibt, fährt er immer die gleiche Strecke oder fährt er völlig unterschiedlich und ähnliches. Man kann natürlich auch automatisch schauen, ob die Verkehrsregeln eingehalten werden. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei Section Control. Bei Section Control macht man halt am Anfang ein Foto vom Kennzeichen, am Ende ein Foto vom Kennzeichen, schaut sich die beiden Timestamps an und weiß, war der in dem Streckenabschnitt zu schnell oder zu langsam. Das kann man durch automatische Erfassung natürlich beliebig ausbauen. Und Problem dabei, im Prinzip kann man damit auch natürlich eine schöne Erfassung der Bewegungen der einzelnen Fahrzeuge erstellen. Es geht natürlich auch darum, automatisch den Fahrzeugen mitzuteilen, wie sie sich verhalten sollen, das heißt Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuspielen oder zu sagen, da vorne ist jetzt der Stau, bitte nächste Abfahrt rausfahren und eine andere Route wählen etc., also auch um solche Dinge. Und ja, da habe ich noch so als kleines Beispiel oben in unserem Zug, auch in dem sitzt man nicht ganz anonym, sondern auch die sind ja sowohl bei den Wiener Linien als auch bei den ÖBB inzwischen mit Videokameras ausgestattet, das heißt auch, was man da drinnen tut, ist eigentlich vollständig irgendwie erfasst. Was heißt das? In Gesamtsumme kommt es dazu, dass man, wenn das System auf die Art und Weise realisiert wird, wir unsere Möglichkeit verlieren, uns nur anonym irgendwo hinzubewegen. Es wird mit so einem System, wenn man das flächendeckend ausrollt, praktisch keine Möglichkeit mehr geben, von A nach B zu gehen, ohne dass das irgendwo niedergeschrieben, aufgezeichnet wird und eigentlich unklar ist, was mit den Daten in weiterer Folge passieren wird. Warum ist das wichtig oder warum ist das überhaupt irgendwie interessant, warum muss man darüber reden? Aus einem einfachen Grund. Die Privatsphäre, die wir haben und die wir kennen, ist aus mehreren Gründen recht bedeutend. Sie ermöglicht uns zum Beispiel, als Arbeitnehmer mit Gewerkschaften Kontakt aufzunehmen, dorthin zu gehen, uns in Arbeitskonflikten mit denen zu beraten, uns anzuschauen, welche Möglichkeiten haben wir als Arbeitnehmer, unsere Rechte geltend zu machen, Strategien zu entwickeln, wie man solche Konflikte am besten löst, etc. Das Notwendige, wir brauchen Privatsphäre in dem Fall dafür, dass es unser Arbeitgeber eben nicht sofort anhand irgendwelcher Bewegungsdaten feststellen kann, dass wir jetzt gerade bei der Gewerkschaft sind oder gestern dort waren, weil es natürlich das Problem ist, dass der dann natürlich Konsequenzen ziehen kann, wenn er das erfährt, aha, der geht zur Gewerkschaft, und ich glaube, das ist mir nicht so recht, der macht mir sicher Schwierigkeiten, schaue lieber, dass ich ihn loswerde. Das heißt, es gibt schon einen guten Grund, warum wir das nicht wollen, dass alles so transparent ist, wie es theoretisch sein könnte. Privatsphäre ermöglicht uns ungezwungen miteinander zu unterhalten und über Dinge zu diskutieren. Das ist so ein bisschen die Möglichkeit für Experimentieren, für eine Auseinandersetzung mit Themen, ohne dass es gleich ein hochoffizielles, finales Statement sein muss, wo man darauf festgenagelt wird. Es ermöglicht uns, einfach mit Freunden uns auszutauschen und in weiterer Folge uns dann auch Meinung zu bilden. Und zwar frei, unbeeinflusst und ohne, dass irgendwer einen Druck auf uns ausübt. Wurscht, ob jetzt aktiv oder passiv rein, dadurch, dass er uns zuschaut. Und das ist einer der wesentlichen Dinge, wenn wir uns anschauen, wie Meinungsbildung funktioniert, dann ist es in der Gruppe sehr oft so, dass eben man eine gewisse Erwartungshaltung der anderen antizipiert, dass man sie so verhält, wie man glaubt, dass es in der Gruppe opportun ist, sie zu verhalten, wie es
wie es erwartet werden könnte. Und entsprechend passen wir uns auch der Situation an. Und um uns wirklich frei eine Meinung bilden zu können, müssen wir in der Lage sein, uns unsere Umgebung auszusuchen, in der wir uns unsere Meinung bilden, uns das Umfeld auszusuchen, mit wem wir darüber reden, wem gegenüber wir welche Aspekte oder welche Überlegungen mitteilen. Und aus den Reaktionen der anderen dann auch für uns zu lernen, okay, das Argument, da hat der andere eher recht und ich eher unrecht, da passe ich mich vielleicht an. Im anderen Argument glaube ich aber trotzdem, dass ich eher recht habe und so schrittweise zu einer Meinung zu kommen. Der wesentliche Punkt, und den kann man aus meiner Sicht gar nicht oft genug betonen, ist, dass genau diese freie Meinungsbildung, die Möglichkeit, über uns selber zu reflektieren, ohne gleich darauf festgenagelt zu werden, ohne gleich praktisch das möglicherweise vorgehalten zu werden, weil es ein Blödsinn war oder sonst irgendwie, die Freiheit ist die wesentliche Grundlage aus meiner Sicht dafür, dass unsere demokratischen Systeme überhaupt funktionieren können, wie sie funktionieren. Und das merkt man unter anderem darin, dass in unseren Verfassungen in ganz Europa mehr oder weniger festgehalten ist, das Wahlgeheimnis. Es ist eine Ausprägung der Privatsphäre, dass es am Wahltag da eine Wahlkabine gibt, in der man ganz allein drinnen ist. Und wo von einer ganzen Wahlkommission darauf aufgepasst wird, dass dort kein Zweiter reingeht zu dem Zeitpunkt, wo wir da drinnen sind. Genau aus dem Grund, weil genau die Beeinflussung durch eine Gruppe eben ausgeschlossen werden soll. Und die Art von Privatsphäre brauchen wir laufend in unserem Leben. Immer wieder, um jeden Tag neu mit den Dingen, die uns beschäftigen, uns auseinandersetzen zu können. Die Privatsphäre erlaubt es uns auch, unterschiedliche Rollen zu spielen. Und zwar nicht spielen im schauspielerischen Sinn, sondern einzunehmen. Man kann jetzt untertags, in meinem Fall zum Beispiel, Geschäftsführer von einem Unternehmen sein, die gegenüber den Kunden eben eine gewisse Rolle einnehmen, denen irgendwelche Dienstleistungen anbieten oder für die erfüllen etc. und eben in der Rolle als Mensch im Berufsleben sozusagen aufzutreten. Schön mit Anzug, Krawatte und schön geputzten Schuhen und alles, was so rundherum dazugehört. Das ist die eine Rolle im Leben. Die zweite Rolle kann sein, zu Hause mit der Familie irgendwie am Wochenende im Park oder wandern oder sonst was zu gehen, sie einmal vielleicht 4 Tage nicht zu rasieren und halt einfach gemütlich irgendwie sein Leben zu gestalten, wie es einem halt lustig ist und vielleicht überhaupt keinen Anzug anzuhaben und gar keine gepflegten Schuhe, sondern halt einfach mit den ausgelatschten Schlapfen am Küchentisch zu sitzen und gemütlich zu frühstücken und die Haare noch ganz wirr in alle Richtungen, wie man an Kunden, wird schwierig bei mir, ich weiß nicht, den Herrn, aber gar nicht in einer Art und Weise, wie man es den Kunden gegenüber auftreten würde. Es kann eine völlig andere Rolle sein, sich aufs Motorrad zu setzen und einfach wild durch die Gegend zu brausen, was lustig ist oder was auch immer zu tun. Jeder Aspekt in unserem Leben ist in einem bestimmten Kontext. Und es ist uns heute möglich und es muss uns aus meiner Sicht da in Zukunft möglich sein, diese Rollen zu wechseln. Von einer Rolle, die man da in der Gruppe einnimmt, in die andere Gruppe zu gehen und uns die andere Rolle einzunehmen. Das muss ja nicht immer konsistent sein, da kann es schon Widersprüche dazwischen geben. Es kann eben berufliche Notwendigkeit geben, ein bisschen gegen die eigenen Interessen zu arbeiten, weil halt andere Interessen trotzdem wichtiger sind. Und genau diese Möglichkeit gibt die Privatsphäre und es gibt uns auch die Möglichkeit, diese Rollen auseinanderzuhalten. Und auch das ist eine ganz wichtige Sache. Kurz und bündig zusammengefasst kann man sagen, Privatsphäre erlaubt uns also mehr oder weniger wir selbst zu sein. Uns so zu präsentieren und so zu verhalten, wie wir glauben, dass es für uns das Richtige ist und wie wir gern unser Leben gestalten würden. Privatsphäre ist also die Freiheit, sich selber auszusuchen, wer was über uns weiß und in welchem Zusammenhang. Was hat das jetzt mit dem Internet der Dinge zu tun? Aus meiner Sicht eine ganze Menge. Weil die Daten, die in solchen Anwendungen des Internets der Dinge erzeugt werden, unglaublich detailliert sind.
Da gibt es Daten über unser Verhalten, über unsere sozialen Netzwerke, also mit wem kommunizieren wir, mit wem stehen wir wann in Verbindung etc. Über natürlich unsere Interessen, auch über unseren Gesundheitsstatus. Es ist eine der Anwendungen, der Anwendungsgebiete ist die Patientenüberwachung in Krankenhäusern zum Beispiel, aber auch die Heimautomatisierung vor dem Hintergrund, dass man älteren Menschen es erlaubt, länger in ihren Wohnungen zu bleiben, indem man eben ihren Gesundheitsstatus laufend überprüft, indem man schaut, man ihnen Bewegungssensoren gibt, die feststellen, ob sie gestürzt sind und ähnliche Dinge. Aber sehr, sehr detaillierte Daten, die wirklich bis in jede einzelne Sekunde des Lebens reingehen. Und ja, was es eben sonst an Dingen gibt. Und das in Kombination mit Big Data, also mit der Analyse von großen Datenmengen, wird unglaublich detailreich an den Möglichkeiten, was man da alles rausfinden kann. Ein weiteres Problem mit all diesen Big Data Sachen ist, dass der Kontext verloren geht. Es mag eine sehr kritische oder kontroverse Äußerung in einem bestimmten Zusammenhang völlig in Ordnung sein, vielleicht auch ironisch gemeint sein, wenn man sie aus dem Zusammenhang rausnimmt und nur die Äußerung allein stehen lässt und bewertet, hat sie unter Umständen eine völlig andere Aussage und bietet ein völlig anderes Bild. Und genau das geht dabei verloren, auch der Kontext. Und damit ist man in der Situation, dass man aufgrund von Kriterien bewertet wird, die überhaupt nicht mehr mit dem zu übereinstimmen, wie es zu dieser Datenerhebung gekommen ist. Und damit zu Verzerrungen führt. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Heuer im Frühjahr ist eine Studie veröffentlicht worden. Da hat man mit, ich glaube, 58.000 Freiwilligen auf Facebook untersucht, was man aus Facebook-Likes alles rauslesen kann. Also einfach Menschen sind auf Facebook, sagen, I like this, irgendwie die Webseite oder keine Ahnung. Und nur basierend auf diesen Likes von den 58.000 Menschen hat man zum Beispiel mit einer 88-prozentigen Wahrscheinlichkeit herausgefunden bei Männern, ob sie schwul sind oder nicht. Bei Frauen immerhin nur 75% Trefferwahrscheinlichkeit, dass man richtig liegt bei der Auswertung. Man hat mit 85% Wahrscheinlichkeit feststellen können, ob sie Demokraten oder Republikaner wählen in den USA. Single oder in Beziehung immerhin nur mit 67% Wahrscheinlichkeit herausgefunden. Nur anhand dessen, dass sie bei irgendwelchen Webseiten gesagt haben, I like. Keine weiteren Informationen, nur die Likes. Und was mich besonders fasziniert, ist da die zweite Zeile. Man kann mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit feststellen, anhand der Likes, ob die Eltern eines Users zu seinem 21. Geburtstag noch zusammen waren oder nicht. Boah. Nur anhand dessen, dass man was liked. Und ich glaube nicht, dass diese 58.000 Menschen, die an diesem Versuch teilgenommen haben, auch nur eine einzige Sekunde lang beim Liken daran gedacht haben, ob ihre Eltern zusammen waren, wie sie 21 waren, oder überhaupt auf die Idee gekommen werden, dass die Information damit auch rausgeht. Die Methode, wie man zu der Trefferquote kommt, ist, dass man weiß, dass Menschen, deren Eltern nicht mehr zusammen waren in dem Alter, starkes Harmoniebedürfnis haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Dinge liken, die mit Harmonie, mit Vertrauen, mit Zusammengehörigkeit zu tun haben, ist viel größer als bei anderen Menschen. Und damit kommt man auf diese Quote. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht sehr interessant ist an dieser Auswertung, ist, was ist denn mit den anderen 12%, denen zugeschrieben wurde, dass sie schwul sind? Es hat ja Konsequenzen in unserer Gesellschaft, so traurig das ist. Man wird in eine Schublade gesteckt, es ist nicht egal, ob man jetzt praktisch dazugeordnet wird oder nicht. Und es ist schon für die, die sie selber nicht outen wollen, schlimm genug, dass man es ihnen zuschreiben kann, aufgrund von Daten, die sie unwissentlich preisgeben. Und was ist dann mit denen, die
auf die das gar nicht zutrifft, wo das aber trotzdem eben Fehlerquote 12% ihnen zugeschrieben wird. Das sind Systeme, wo heutzutage darüber entschieden wird, ob wir einen Handyvertrag kriegen oder nicht, ob wir basierend zum Beispiel natürlich nicht auf der sexuellen Orientierung, sondern auf der Wohngegend zum Beispiel. Wenn man in einer Gegend wohnt, wo eher arme Leute leben, hat man eher Schwierigkeiten, etwas auf Kredit zu kriegen oder einen Handyvertrag zu kriegen. Genauso sind andere Vorurteile möglich. Das heißt, die Daten rein aus dem Zusammenhang gerissen und der statistischen Wahrscheinlichkeit zugeordnet, sind eigentlich recht gefährlich in der Hinsicht. Ja, da gibt es zwei Organisationen, die NSA auf der linken Seite, rechts das Government Communications Headquarter der Briten. Die sind auch sehr an Daten interessiert, wie wir wissen. Es gibt, Ilsinger hat es vorhin ja schon vorgetragen, was da alles an Sachen gibt, die sie sammeln. Die Vorstellung, dass jegliche Kommunikation, ganz egal, ob es Telefonie ist, ob es E-Mail ist, ob es der Abruf von Webseiten ist, alles, was über irgendwelche Leitungen drüber geht, an Kommunikation über öffentliche Kommunikationsnetzwerke, wird von den beiden Organisationen und von einigen anderen mehr, die beiden sind ja nur Beispiele, aufgezeichnet und zumindest für 3 Tage inklusive dem Inhalt gespeichert und für zumindest einen Monat die Metadaten gespeichert. Wenn man das umlegt auf das Internet der Dinge, stellt sich die Frage, was da dann erst rauskommt an detaillierten Profilen. Und jetzt kann man sagen, okay, die wollen ja nur Terroristen fangen. Ist die andere Frage wiederum, rechnet sie das? Gehen wirklich Staaten her und bauen derart riesige Systeme, die immense Summen kosten, dafür, dass sie 5 oder 50 oder von mir aus 100 Terroristen fangen? Oder geht es da nicht viel mehr darum, herauszufinden, was Unternehmen tun und sie zu überlegen, welcher Konzernchef kommuniziert gerade mit welchem anderen Konzernchef, welche Unternehmen dealen jetzt gerade wieder den nächsten Vertrag aus und welchen Vorteil kann ich meinen Unternehmen in meinem Staat mit der Information bringen. Rund ums Jahr 2000 ist vom Europaparlament das Echelon-System untersucht worden. Das wird jetzt glücklicherweise wieder Thema. Da war es so, dass man durchaus deutliche Hinweise darauf gefunden hat, dass die, also Echelon, da ging es um die Abhörung von Satellitenkommunikation. Auch flächendeckend mit den gleichen Akteuren. Und da gab es deutliche Hinweise darauf, dass das Interesse schon auch wirtschaftlicher Natur ist, insbesondere in der Luftfahrtindustrie. Hat es deutliche Hinweise darauf gegeben, dass eben zugunsten der Amerikaner Wissen aus dieser Überwachung verwendet wurde, um sie wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen und bestimmte Aufträge eben an Land zu ziehen. Und aus meiner Sicht macht es nur auf die Art und Weise Sinn, weil anders rechnet es das einfach nicht. Es ist zwar nett, jetzt auch mitzukriegen, wenn ihm eine Freundin eine E-Mail schreibt, dass ich heute später komme, weil ich jetzt irgendwo aufgehalten worden bin. Das wird es aber vielleicht nicht motivieren, solche Systeme zu bauen. Der wirtschaftliche Vorteil, denke ich, ist da schon der größere Teil. Also aus der Sicht sollten auch aus meiner Sicht Unternehmen ein starkes Interesse daran haben, vertraulich kommunizieren zu können. Und ist es auch aus Unternehmenssicht sicherlich wichtig, dass Angestellte, aber auch die Führungsebene etc. Privatsphäre haben, weil wenn deren Privatsphäre nicht existiert, dann existiert auch kein Geschäftsgeheimnis mehr. Ja, für die Wirtschaft als nächstes interessant ist natürlich auch die Frage, es gibt sowas wie Vorratsdatenspeicherung, kennen wir alle, es werden Verbindungsdaten für 6 bis 24 Monate gespeichert in der Europäischen Union, in den USA für 5 Jahre. Dort nennt man es nicht Vorratsdatenspeicherung, sondern Metadaten und das machen die Geheimdienste. Das kostet Geld.
Und die Frage ist, wenn wir jetzt heute hergehen und Internet der Dinge realisieren wollen als Unternehmen, will man dann wirklich schon sich darauf einstellen, dass man all die Daten dann auch noch für die Strafverfolger und für die Geheimdienste auf Dauer speichern muss? Oder ist es nicht sinnvoller, die Systeme anders zu bauen? Weil die Gesetzmäßigkeit im Fall der Vorratsdatenspeicherung ist schon die. Es hat zuerst die Daten gegeben, weil die Telekom-Provider es einfach für sich und ihre Zwecke nützlich gefunden haben, eben auf Dauer dieses Zeug zu speichern, um eben ihre Marketingmaßnahmen anpassen zu können, um analysieren zu können, wem sie als nächstes was am besten verkaufen können. Und weil die Daten da waren, haben dann in weiterer Folge die Staaten gesagt, liebe Freunde, wenn ihr es schon habt, hebt es für uns jetzt bitte mindestens 6 bis 24 Monate auf, weil wir haben da auch ein Interesse dran. Es ist in der Praxis viel schwerer, Gesetze zu machen, die neue Speicherungen vorschreiben, als welche, die einfach nur sagen, was schon da ist, muss länger aufgehoben werden. Weil die neue Speicherung, die man anordnet und die neue Datensammlung, die man anordnet, löst viel mehr Diskussionen aus, löst viel mehr Druck auf die Staaten aus, das auch selbst zu zahlen. Und Budgets sind knapp. Also wenn man eher nicht überwacht werden will, dann ist es besser, man gestaltet seine IT-Systeme so, dass man solche Daten von Haus aus einmal nicht hat und praktisch erst dann einen Bedarf generieren müsste oder eben den Gesetzgeber in die Lage bringt, die Daten eben selber verlangen zu müssen. So, was kann man jetzt dagegen machen? Man kann einfach Dinge nicht auf die traditionelle Art und Weise machen. Die traditionelle Art und Weise wäre die, wie ich es vorhin gezeigt habe. Sondern ich glaube, dass wir einfach aus der experimentellen Phase von IT-Design raus müssen. Wir bauen IT-Systeme so, dass wir mal ausprobieren, ungefähr, also wir wollen dorthin, das ist so irgendwie das Ziel, jetzt schauen wir mal, wie wir das machen können, dann programmieren wir was, dann haben wir irgendwelche Daten, die werten wir dann aus, dann sehen wir, naja, das so ganz funktioniert es nicht, das müssen wir dann ein bisschen anders machen, passen es an. Schrittweise handeln wir uns in die richtige Richtung. Das Problem dabei ist, dass man damit kaum in der Lage ist, gezielt zu sagen, wir vermeiden Daten oder wir reduzieren die personenbezogenen Daten so weit, dass man nur das unbedingt Notwendige haben. Und das ist es aber, wo wir hin müssen in der Praxis. Das heißt, aus dieser Experimentierphase müssen wir raus und müssen unsere Designmethoden so weit anpassen, dass wir von Haus aus das schon als Anforderung mit drinnen haben. Das heißt, die Anforderungen, nicht nur die funktionalen Anforderungen drinnen haben von Haus aus, es muss dieses und jenes Ziel erfüllen, sondern es müssen auch die gesellschaftlichen Anforderungen mit rein. Wir müssen mit berücksichtigen, dass es gesellschaftliche Grundwerte gibt, wie eben den Schutz der Privatsphäre, die einfach da mit drinnen berücksichtigt werden müssen. Was wird das in unserem Beispiel heißen? Das wird heißen, dass unser Passagier im Autobus eben eine anonyme Möglichkeit des E-Ticketings kriegt. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ich zu der ID, die da drauf ist, auch die Person zuordnen kann. Der kann jedes Mal eine andere ID kriegen. Dann habe ich nur immer die Information von wo bis wo, nach wohin jemand, dass jemand von A nach B gefahren ist, aber nicht wer dieser jemand war. Wenn er das möchte, kann er seine Travel History immer noch haben. Das lässt sich realisieren, weil dann eben der Betroffene, der Fahrgast selber sagen kann, ich würde gerne mit aufzeichnen meine Fahrgeschichte. Unser Fahrzeug da drüben, das könnte pro Straßenabschnitt eine eigene ID kriegen. Das muss nicht immer dieselbe ID haben, die dann vielleicht auch noch dem Kennzeichen zugeordnet ist. Es reicht ja vollkommen, dass wenn er am Verteilerkreis Favoriten auf die Autobahn auffährt, dass er dort eine ID zugewiesen kriegt und wenn er in Vösendorf wieder runterfährt, dann verliert er die ID wieder und kriegt auf der Bundesstraße eine neue. Wir brauchen ja nur in dem Fall zu wissen, wie viele Fahrzeuge sind in dem Streckenabschnitt, mit welcher Geschwindigkeit unterwegs von mir aus und die müssen miteinander kommunizieren können. Und die Funktionalität bringe ich mit einer temporären ID, die eben nur für den Zeitraum zugewiesen ist, ganz locker hin. Da habe ich überhaupt kein Problem damit.
Wiederum, wenn er sich das wünscht, kann er sich trotzdem natürlich seine History machen und da zum Beispiel über Opt-in sagen, ja bitte zeichnen Sie das weiter auf. Traffic Management kann ich ganz genauso machen mit diesen temporären IDs. Ich kann auch die Kontrolle mit diesen temporären IDs machen, weil ich muss nicht von jedem wissen, ob er jetzt eh alles richtig gemacht hat. Ich brauche ja eigentlich nur wissen, wer es falsch gemacht hat. Das ist ja die Information, die ich bestenfalls haben möchte. Und dafür muss ich aber nicht mit erfassen, wer alles richtig gemacht hat, weil irgendwie den großen Autofahrerbonus möchte ich eh nicht vergeben. Und das Gleiche natürlich auch für die Signalisierung von Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Vorschriften, die Autobahn zu verlassen oder ähnliches. Und auch Videoüberwachung kann man datenschutzfreundlich machen. Ich habe selbst das technische Gutachten für Videoüberwachungssoftware verfasst für das europäische Datenschutzgütesiegel. Das Unternehmen, das anbietet, geht her und trennt praktisch den Hintergrund vom Vordergrund in der Videoaufzeichnung. Das heißt, man sieht im Klarbild den Raum, jetzt wenn wir da herinnen wären, und verpixelt wären die Personen, die herinnen sind. Also alles, was sie bewegt, wird verpixelt, alles, was sie nicht bewegt, ist klar sichtbar. Das heißt, im Überwachungsraum, dort, wo die Leute sich diese Videos alle anschauen müssen, 8 Stunden lang am Tag, sieht man, dass den Raum, man sieht die Konturen der Menschen, die gehen, ausreichend detailliert, dass man sieht, ob sie nicht was machen, was sie nicht machen sollen, aber sie sind nicht erkennbar. Und gleichzeitig kann man bei Bedarf trotzdem das Klarvideo aufzeichnen und dann, wenn irgendwas ist, was man nachverfolgen muss, dann auf diese gezielt auf die Information zugreifen, indem man sagt, ich möchte von Minute da bis Minute dort eben genau diesen Videoabschnitt haben. Damit hat man erreicht, dass man praktisch für den Kontrollraum, wo das pausenlos angeschaut wird, man einen guten Privatsphärenschutz hat und die Leute anonymisiert und wirklich nur im konkreten Fall dann auf die Daten zugreift, die personenbezogen sind. Und wenn man es nicht braucht, wird es weggeschmissen und die Sache ist erledigt. Das heißt, selbst das Problem kann man lösen. Was man noch nicht lösen kann, technisch bzw. nur politisch lösen kann, das ist unser Flugzeug da oben, das ich vorhin nicht weiter erwähnt habe. Da ist es nämlich so, dass rund 60 Attribute von jedem Reisenden erfasst werden bei jeder Flugreise, die man unternimmt. Auch bei jedem Hotel, das man über Buchungssysteme bucht. Das heißt, es über die Daten, die in dem System erfasst werden, kann man herausfinden, wer mit wem wohin reist und ob die dann in einem Doppelzimmer schlafen oder nicht zum Beispiel. Ja, das heißt, was müssen wir machen, um Privatsphäre weiterhin sicherstellen zu können? Wir müssen die Privatsphäre und die gesellschaftlichen Anforderungen in unsere Anforderungsprofile aufnehmen. Wir müssen Privacy Impact Assessment machen, da gibt es schon zwei Rahmen dafür. Wir haben das in Expertengruppen der EU-Kommission zuerst gemacht für RFID, also für die Funkchips, die zum Beispiel Sie jetzt auch schon in unserer Kleidung finden, wo wir uns angeschaut haben, wie kann man im Vorfeld, wenn man so ein System baut, wirklich gezielt und strukturiert sich anschauen, habe ich da drinnen Datenschutzprobleme oder nicht. Und da wirklich das Durchexerzieren von A bis Z und am Schluss sagen, okay, ich habe da und dort ein Risiko, da muss ich was dagegen machen und ansonsten bin ich aber sauber. Das heißt, wirklich sich strukturiert anzuschauen, wo die Probleme liegen. Das spart auch Geld, nämlich auf zwei Arten. Erstens einmal gibt es unangenehme Effekte, wie zum Beispiel in Holland mit dem Smart Metering. Dort war es so, da hat das Parlament gesagt, wir machen jetzt Smart Metering, hat ein Gesetz verabschiedet, die Netzbetreiber mussten das umsetzen und da hat kein Mensch an Datenschutz gedacht oder das hat einfach ignoriert. Da ist dann dazu gekommen, dass die Bevölkerung das nicht so toll gefunden hat, massiv sich dagegen gewehrt hat und das Gesetz wurde zurückgenommen aus dem Grund. Was aber auch heißt, dass sämtliche Investitionen, die Netzbetreiber bis dahin getätigt hatten, praktisch abzuschreiben waren, weil das System halt einfach falsch funktioniert hat. Und dann hat man ein neues Gesetz gemacht, das dann stärker Rücksicht auf die Privatsphäre genommen hat.
und hat nur einmal von vorne angefangen. Das heißt, Zanken kostet in schon einem recht interessanten Ausmaß. Und das ist natürlich unangenehm für die Wirtschaft. Der zweite Teil, wie man damit Geld spart, ist natürlich, dass wenn man vom Staat nicht zur Vorratsdatenspeicherung gezwungen wird, es auch günstiger ist. Und wenn man seine Systeme eben von Haus aus richtig baut und nicht erst 3 Wochen später auf neue Requirements draufkommt, ist es halt einfach in der IT-Entwicklung so, dass man jede Menge Geld sparen kann. Darüber hinaus verdient man sich das Vertrauen seiner Kunden, weil die haben nämlich schon ein Interesse daran, ernst genommen zu werden und sind dann auch recht loyale Kunden. Und das ist ein Vorteil, den ein Unternehmen nicht genug schätzen kann aus meiner Sicht. Ja, das heißt, wir haben eine Wahlmöglichkeit, wie wir die Zukunft gestalten. Wir haben eine Wahlmöglichkeit, ob es in Richtung mehr Überwachung geht oder ob man doch in sinnvollere Richtung ausweichen. Und es hat einmal eine EU-Kommissarin gesagt, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich hoffe nur, dass das eben nicht so ausschauen wird, wie halt auch das Öl die diversesten Unfälle mit sich gebracht hat, sondern dass wir da eher den stärkenden Wind aus den Daten machen, der uns in sauberer Art und Weise in die Zukunft bringt und wir Technik auf eine Art und Weise gestalten, die gesellschaftlich und sozialverträglich ist. Und damit bin ich am Ende. Dankeschön. Da haben wir kaum eine Chance, da Einfluss zu nehmen. Warum? Ich nehme an, dass das eigentlich nur global in größeren Räumen wie in der EU oder so möglich ist, dass man da was bewegen kann. Ja, aber wir sind in der EU und das ist, denke ich, der Punkt, den wir uns auch zunutze machen müssen. Wir haben jetzt gerade mit den NSA-Enthüllungen, mit all diesen Überwachungsgeschichten schon eine sehr interessante Situation. Es haben die Provider von Cloud-Diensten zum Beispiel, die aus den USA stammen, berichten, dass sie inzwischen einen 20-prozentigen Umsatzrückgang erlitten haben, rein aufgrund dieser NSA-Geschichten. Weil eines ist klar, es wird kein Unternehmen, das halbwegs bei Sinnen ist, seine sensiblen Daten jetzt in irgendeiner Cloud legen, von der völlig klar ist, dass die Daten eins zu eins in die USA wandern. Das ist einfach kein vertrauenswürdiges Angebot. Und ich denke, dass ganz im Gegenteil es eine riesige Chance für die europäische IT-Wirtschaft, aber auch für die österreichische insbesondere ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man datenschutzfreundliche Technik machen, wie kann ich eine Cloud bauen, die halbwegs überwachungsresistent ist, die Daten schon einmal als erstes in der EU lässt, die zweitens garantiert, dass die Datenschutzgesetze eingehalten werden und darüber hinaus vielleicht noch besondere Schutzfunktionen bietet, die Abhören und Abziehen der Daten generell schwierig macht. Und das ist ein Innovationsbereich, den wir weltweit exportieren können. Es ist auf EU-Ebene im Moment so, dass Datenschutzrechtsrahmen verhandelt wird, wo es darum geht, das Datenschutzrecht in Europa noch mehr zu vereinheitlichen. Wir haben ja derzeit die Datenschutzrichtlinie, die aber von jedem Nationalstaat extra implementiert werden hat müssen in nationales Recht. Das heißt, wir haben noch immer sehr starke Unterschiede im Datenschutzrecht, auch wenn es zumindest die Grundzüge gleich sind. Jetzt geht man dazu über, daraus eine Verordnung zu machen, die unmittelbar gilt. Das heißt, es haben dann alle bis auf Buchstaben genau das gleiche Gesetz, das sie einhalten müssen. Und das generiert aber in weiterer Folge auch eine immense Wirtschaftskraft. Da steht zum Beispiel drinnen, dass Datenschutz auch dann, also das europäische Datenschutzrecht auch dann einzuhalten ist, wenn Diensteanbieter aus Drittstaaten ihre Dienstleistungen europäischen Bürgern anbieten. Das heißt, wenn Facebook in Europa ein Geschäft machen will, dann haben sie europäisches Datenschutzrecht einzuhalten. Ansonsten trifft sie die volle Härte des Gesetzes und auch die wird stark verändert, wenn das so kommt, wie es vorgesehen ist. Nämlich bis zu 2% des weltweiten Konzernumsatzes. Und das merkt man dann schon ein bisschen. Also es geht schon in die richtige Richtung und wir sind aber dadurch, dass wir IT gestalten, dadurch, dass wir auch im Rahmen von unseren Vereinen tätig sind und da unsere Vorstellungen deponieren, sind wir in einer Position, wo wir das beeinflussen können.
Ich selber bin in Österreich bei einem sehr kleinen Verein, Verein für Internetbenutzer Österreichs, vergleichsweise zur EU-Mini-Veranstaltung. Wir haben aber vor 10 Jahren gesagt, gemeinsam mit 10 anderen, wir gründen einen europäischen Dachverband, European Digital Rights, und dort sind wir inzwischen 35 Organisationen. Wir haben derzeit 5 Mitarbeiter in Brüssel, werden heuer noch eine zusätzliche Person einstellen, nächstes Jahr auch noch eine, die Vollzeit daran arbeiten, dort unsere Interessen zu vertreten. Allein, nur weil allein hätte es nie machen können. Zu 35 schaut das schon ganz völlig anders aus. Aber und Prada haben wir aber, NSE haben wir trotzdem keine Chance, nehme ich an. Ne? Die NSE, da haben wir insofern eine Chance, dass wir einerseits uns Gedanken darüber machen müssen, über unsere eigene Kommunikation. Das heißt, die Frage ist, warum verwenden wir eigentlich nur immer keine Verschlüsselungssysteme in unserer Kommunikation? Was hindert uns daran? Und das technisch zu lösen und auch von der Usability wahrscheinlich zu lösen. Und andererseits müssen wir politisch was tun. Weil halt viele dieser Dinge rein nur politisch gelöst werden können. Aber auch da, wie gesagt, in beiden Richtungen können wir aktiv werden. Wir können als Techniker sagen, wir machen jetzt Systeme, die eben anders funktionieren und überlegen uns, wie wir da wieder in was die IT-Security und die Verschlüsselungssysteme, die ja auch kompromittiert worden sind von den Geheimdiensten, wie wir die wieder sicher machen können, wie wir da Vertrauensverhältnis wieder aufbauen können. Und andererseits nutzen wir alle unsere Möglichkeiten in Brüssel selber präsent sein und aktiv sein, über mit unseren nationalen Abgeordneten zu reden und generell mit den Politikern, die uns vertreten, zu reden und ihnen zu vermitteln, liebe Leute, das ist etwas, darauf legen wir Wert und das müssen wir erhalten. Da müsst ihr für uns was tun, weil das ist das, was ihr vertreten sollt. Dafür wählen wir euch. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank. Dankeschön.